In der letzten Lektion haben wir gesehen, wie man mit Hilfe von Zentrumskontrolle und Raumvorteil eine Partie siegreich gestalten kann. In dieser Lektion werden wir uns anschauen, wie man auch ohne Zentrumskontrolle erfolgreich sein kann. Und zwar werden wir insbesondere die Pläne Kampf ums Zentrum und auch Gegenspiel am Flügel betrachten. Und dafür werden wir einen Blick auf eine uns bereits bekannte Stellung werfen, nämlich die Stellung, die ich euch bereits eingangs gezeigt habe, um die einzelnen Beurteilungsdimensionen zu erklären. Die Stellung stammt aus meiner eigenen Partie, nämlich war ich hier schwarz gegen den internationalen Meister Radoslav Gajek und war hier nach dem 11. Zug von Weiß, Dame E2, in einer Situation angelangt, wo ich die Theorie nicht mehr kannte und mich erstmal grundsätzlich zurechtfinden musste. Es war eine königsindische Eröffnung, aber mit einer Nebenvariante, sodass man hier auch nicht mehr die typischen königsindischen Pläne spielen kann, sondern ja, neue Pläne finden muss. Und dafür war es natürlich erstmal wichtig, die Stellung einzuschätzen, zu schauen, was sind hier die wichtigen Beurteilungsdimensionen und daraus dann einen Plan abzuleiten. Und ich bin genauso in der Partie auch vorgegangen und habe geschaut, worauf kommt es hier an in der Stellung. Und wenn man mal überlegt, was der nächste schwarze Zug sein könnte, dann könnte man überlegen, okay, Springer C6 sieht nach einem normalen Entwicklungszug aus. Dann sieht man aber auch schnell das Problem der schwarzen Stellung, nämlich dass Weiß hier sehr schnell mit C4 Raum gewinnen kann. Er kann dann auch das Zentrum noch mit Läufer E3 weiter stärken und die Stellung ist hier schon sehr unangenehm für Schwarz, weil man das Zentrum auch nicht mit C5 etc. angreifen kann. Das heißt, in dieser Stellung sollte einem schon bewusst werden, dass das Zentrum und der Raum hier eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und wenn Weiß es schafft, dieses Zentrum zu behaupten und weiter auszubauen, dann könnte es Schwarz passieren, dass er einfach überrannt wird. Deswegen sollten die schwarzen Pläne daraufhin ausgerichtet werden, eben genau das zu verhindern. Und das kann man hier mit erstens, beziehungsweise elftens war es eigentlich, B5 ganz gut schaffen. B5 verhindert nämlich konkret C4 und somit auch, dass Weiß direkt noch weitere Macht im Zentrum ausübt. Rochade. Jetzt kann man Springer C6 spielen und den D4 Bauern angreifen, der wird mit C3 gedeckt. Und hier darf man sich aber nicht auf dem Zwischenfortschritt ausruhen, sondern muss überlegen, wie es weitergeht. Denn wenn man ganz normale Entwicklungszüge macht, dann wird es Weiß schaffen, früher oder später mit B3, C4 doch noch die Kontrolle über das Zentrum weiter auszubauen. Deswegen wäre es eigentlich optimal, wenn man auf C4 einen Springer platzieren kann, um C4 aus der Welt zu nehmen. Das funktioniert aber aktuell noch nicht, weil ein Springer auf C4 auch immer mit B3 vertrieben werden kann. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, dass das nicht mehr möglich ist. Und das kann man hier mit B4 realisieren, weil man ausnutzt, dass aktuell C4 nicht funktioniert, weil man dann auf D4 schlagen kann, weil eben die Dame auf E2 auch noch mit Schach hängt. Das bedeutet, dass Weiß nach B4 nicht C4 spielen kann, sondern hier mit Turm D1 seinen Bauern gedeckt hat. Und jetzt haben wir es erreicht, dass man nach B schlägt C3, B schlägt C3 eben das Feld C4 für seinen Springer zur Verfügung hat. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Manöver, eben im Kampf um das Zentrum bzw. die Zentrumskontrolle. Denn wenn wir es schaffen, die Bauern zu blockieren, dann kann Weiß auch erstmal nicht von seinem Zentrum profitieren. Es kam Läufer A3, der E7 ist angegriffen und wird gedeckt und jetzt Turm B1 gefolgt von Läufer C5. Und hier sehen wir auch den kleinen Nachteil, den das schwarze Manöver mit sich bringt. Man hat nämlich Weiß zum einen die B-Linie und auch das Feld C5 überlassen, was ein ja, starkes Vorpostenfeld für den Läufer darstellt, weil er dort nicht vertrieben werden kann. Nichtsdestotrotz ist diese Kontrolle der Bauern es auf jeden Fall wert gewesen. Jetzt muss man aber aufpassen, dass man diese Kontrolle auch weiter behalten kann, weil konkret stellt Turm B4 eine Drohung dar. Deswegen hier A5, um
genau das zu verhindern. Es kam Turm B5. Das sieht schon sehr gefährlich aus hier mit der Gegenüberstellung. Aktuell droht aber noch nichts, weil der Turm auf B5 ungedeckt ist und die Dame immer schlagen könnte. Man darf sich aber hier wieder auch nicht zu viel Zeit lassen, weil sonst im nächsten Zug von Weiß am Turm B1 kommen würde und dann würden eben die Abzüge drohen. Auch hier spielt wieder der Kampf um das Zentrum eine entscheidende Rolle. Und deswegen habe ich das jetzt hier auch mit F6 angehebelt. Das ist generell eine wichtige Idee, die ihr euch merken könnt. So eine Zentrumsformation kann man entweder an der Basis angreifen, das wäre jetzt hier entsprechend der C3-Bauer, oder eben auch von vorne bzw. der Seite, zum Beispiel hier mit F6. Und Weiß hat jetzt hier gar nicht so viele Optionen, denn schlagen möchte er auf jeden Fall nicht. Das würde hier Schwarz nur helfen. Die E-Linie wäre geöffnet, man hätte hier direkt das Feld E3 zur Verfügung und außerdem hat Weiß jetzt hier auch deutlich an Zentrumskontrolle verloren. Wenn Weiß versucht, selber Gegendrohungen aufzustellen mit Turm B1, in der Hoffnung, dass man im nächsten Zug dann einen Abzug hätte, hat Schwarz immer diesen kleinen trickreichen Zwischenzug, weil jetzt hängt der Turm durch den Bauern, das heißt, ein Läuferabzug ist nicht möglich und sobald der Turm zieht, wäre hier konkret der E5-Bauer angegriffen. Deswegen hat sich mein Gegner zu E6 entschieden, der aber jetzt auch eine Schwäche darstellt. Also er ist jetzt nicht mehr direkt von seinem Nachbarn gedeckt und kann hier direkt auch mit Turm A6 attackiert werden. Turm E1 deckt das Ganze und jetzt habe ich Läufer H6 gespielt mit der Idee, dass der Läufer hier auf G7 aktuell noch keine Wirkung entfalten kann. Ich möchte auch nicht F5 spielen, um das Feld E5 aufzugeben. Deswegen ist Läufer H6 hier eine gute Option, den Läufer ins Spiel zu bringen und gleichzeitig auch noch wichtige Felder zu kontrollieren. Weil jetzt könnte sowohl mal Läufer E3 als auch Springer E3 eine Option darstellen. Insbesondere, wenn man im Kopf hat, dass dann ja auch der E6-Bauer nicht mehr gedeckt ist. Es kam A4, wieder mit der gleichen Idee, den Turm auf B5 zu decken und einen Abzug zu drohen. Und jetzt muss Schwarz auch schon ein bisschen vorsichtig sein, weil das verlockende Läufer E3 an dieser Stelle funktioniert nicht. Hier kommt nämlich einfach König H1 und wenn man jetzt auf E6 schlägt, hat Weiß immer Optionen mit D5, den Läufer anzugreifen, die Fesselung auszunutzen und auch der Springer auf C4 würde jetzt in der Luft hängen. Also diese Konstellation für Schwarz funktioniert nicht, aber Springer E3 ist hier ein starker Zug, der auch in der Partie kam. Springer E3 hat auch die gleiche Idee, die Deckung des E6-Bauern zu unterbinden und vor allen Dingen war in dieser Stellung auch der Springer C4 ein wackeliger Punkt, der durch die weiße Dame angegriffen und nur einmal verteidigt ist. Und sobald der Läufer abzieht und die Dame sich bewegen muss, könnte es passieren, dass man den Springer nicht mehr decken kann. Deswegen Springer E3 hier die richtige Fortsetzung. Und es kam jetzt hier Läufer B6. Wenn man auf E7 schlägt, kann Schwarz auch immer den E6-Bauern nehmen und dann würde Schwarz hier auch von der E-Linie profitieren können. Deswegen Läufer B6. Dame C6 und jetzt hätte Weiß eigentlich wieder zurückgehen sollen. Und hier hätte Schwarz, also ich, hätte ich mir überlegen können, ob ich die Zugwiederholung eingehe mit Dame D5. Aber man hätte hier auch durchaus mit Springer D5 noch weiterspielen können, weil die Stellung ist ungefähr im Ausgleichbereich. Und hier hat ja Schwarz auch immer wieder Drohungen mit Springer F4 oder auch Springer schlägt C3. Also die Stellung ist auch für Weiß nicht einfach. Es kam aber stattdessen Läufer schlägt A5, was schon ein erster Fehler war, denn jetzt kann Schwarz plötzlich von der A-Linie profitieren. Und wir sehen, dass plötzlich auch große Drohungen auf der A-Linie vorliegen, zum Beispiel Turm A2 oder auch mal Turm A1. Und es ist schon gar nicht so einfach, hier für Weiß dagegen anzugehen. Er hat hier D5 gespielt mit der Idee, dass das Schlagen auf D5 nicht funktioniert, weil dann nach Springer D5 die Dame kaum noch Felder hat. Jetzt muss man hier schon taktische Tricks anwenden. Läufer E3
gefolgt von Dame schlägt B5 und das Ganze tauscht sich hier jetzt ziemlich schnell ab. Und am Ende muss man aber mit Schwarz noch diesen Trick finden, hier mit C5 gefolgt von Turm 8 A5, was sowohl den Springer als auch den Läufer angreift. Und ja, komplizierte Stellung. Weiß hat hier, muss jetzt Material geben, aber hat natürlich Kompensation durch den starken Bauern hier und Computer gibt hier ungefähr Ausgleich. Aber man muss ja nicht auf D5 nehmen, sondern kann hier auch einfach die Dame ziehen, so wie es auch in der Partie gekommen ist. Etwas stärker als der Partiezug Dame A6 wäre hier tatsächlich Dame E8 gewesen. Mit der Idee, dass jetzt wieder Turm A2 droht und das Ganze auch insbesondere dadurch, dass der Turm auf B5 dann immer in der Luft hängt, kaum zu verhindern ist. Deswegen hier C4 als einzige Möglichkeit. Und jetzt kann man mit C6 wieder das Zentrum angreifen, dafür sorgen, dass Weiß schlagen muss. Und dann hat man eben das Zentrum nicht nur zerstört, sondern auch den Optimalfall erreicht, nämlich dass Weiß dann mit jede Menge Bauernschwächen übrig bleibt. In der Partie kam stattdessen Dame A6. Und jetzt hat mein Gegner hier mit Turm C5 den Damentausch angestrebt. Das wäre auch keine ganz schlechte Fortsetzung für Schwarz. Auch hier hat man objektiv noch großen Vorteil, einfach weil man die Initiative hat. Aber hier muss man auch schon sehr aufpassen, denn wenn man jetzt nicht die richtigen Züge findet aus schwarzer Sicht, dann hat man hier plötzlich mit Bauernschwächen auf C7 und E7 zu kämpfen und dann plötzlich werden diese vorgezogenen Bauern auch ganz schnell ganz stark. Deswegen hier die richtige Entscheidung, die Damen auf dem Brett zu behalten und weiterhin die Mattdrohungen bzw. Angriffsdrohungen mit Turm A2 aufrecht zu erhalten. Es kam Dame D3, jetzt droht, Turm schlägt E3, weswegen Turm A2 jetzt hier auch keine Option darstellt. Aber jetzt kann man eben Turm A1 spielen und den Turm auf E1 fesseln. Es kam König F2. Jetzt hat sich hier einmal was rausgetauscht und jetzt wird die Drohung erneuert, denn jetzt droht der nächste Turm nach A2 zu gelangen und dann hängt hier zum Beispiel der Springer auf E1. Kam C4 mit der Idee, dass man dann hier noch eine Leichtfigur dazwischen ziehen kann, beziehungsweise auch den Springer einmal überdeckt. Und nach Dame B2 ging es weiter mit Läufer D2, was jetzt aber natürlich hier mit einem Schach beantwortet werden kann. Der König muss nach E2 gehen, um den Läufer noch zu decken, der ja jetzt nicht nur durch die Dame, sondern eben auch hier durch den Läufer angegriffen ist. Dame E5. König F1 und jetzt scheint es erstmal so, als ob Weiß aus dem Gröbsten raus ist und sich viel abgetauscht hat, aber der Druck kann noch weiter verstärkt werden hier mit Turm E1. Und was wir hier auf jeden Fall schon festhalten können, ist, dass diese vorgezogenen Bauern hier auch nicht nur an sich eine Schwächung darstellen, sondern eben auch zulassen, dass die schwarzen Figuren so gut ins gegnerische Lager eindringen können. Wenn die Bauern jetzt hier alle noch ein bisschen weiter hinten wären, dann wäre der weiße König überhaupt nicht so schwach und Schwarz hätte nicht die Motive, die er jetzt hier in der Partie gehabt hat. H3 in der Hoffnung, dass man den Springer vertreiben kann und dann irgendwann wieder atmen kann. Aber hier gibt es eine schöne taktische Möglichkeit, die ihr gerne mal versuchen dürft zu finden. Haltet gerne das Video kurz an und schaut mal, wie ihr hier die schwarze Seite zum Sieg bringen könnt. Ja, die stärkste Fortsetzung ist tatsächlich hier Dame F5 Schach. Jetzt kann der Springer nicht dazwischen, weil er gefesselt ist. Deswegen muss König G1 kommen. Und jetzt hat man hier nochmal einen sehr, sehr schönen Schlag, nämlich Dame C2. Die Dame ist theoretisch zweimal angegriffen, aber gut, der Springer ist natürlich gefesselt. Und die Dame kann nicht auf C2 schlagen, weil Weiß dann nach Turm E1 matt ist. Auf der anderen Seite ist aber auch die Dame auf D2 konkret angegriffen. Die hat nicht die Möglichkeit, gleichzeitig den Springer zu decken und ein Eindringen hier auf F2 zu verhindern. In der Partie kam noch Dame A5 in der Hoffnung, dass Schwarz schlägt und man dann die Dame nehmen kann.
oder auch zurückschlägt. Aber es kam stattdessen Dame F2 nebst Matt und ich konnte hier die Partie für mich siegreich gestalten. Was können wir aus dieser Partie für uns mitnehmen? Wir haben in der letzten Lektion ja schon festgehalten, dass die Zentrumskontrolle und der Raumvorteil in den meisten Stellungen ein wichtiges und gutes Ziel darstellt. Das ist auch weiterhin so. Man muss aber trotzdem immer so ein paar Dinge beachten. Zum einen, dass die Zentrumsbauern gegebenenfalls durch Hebel geschwächt werden können. Das haben wir auch in der vorliegenden Partie gesehen, dass Schwarz erst mit F6 das Zentrum angehebelt hat, dadurch Weiß zu E6 gezwungen hat und dann hatte man in der einen Nebenvariante später nochmal die Möglichkeit mit C6 dann auch weiterhin das Zentrum anzuhebeln. Also darauf muss man immer ein bisschen achten. Auch generell, dass weit vorgezogene Bauern natürlich schwach werden können. Zum einen die Bauern selbst, aber auch die Felder dahinter, wie wir es auch in dieser Partie gesehen haben. Und man darf natürlich Flügelangriffe nicht unterschätzen, weil die auch durchaus eine Macht entfalten können, wie hier auch auf der A-Linie mit den beiden Türmen und der Dame. Welche Pläne können wir für uns ableiten, wenn wir in der Situation sind, dass der Gegner das Zentrum besetzt hat, der Gegner über Raumvorteil verfügt? Insbesondere bei Raumnachteil sollten wir den Abtausch anstreben. Das habe ich in der letzten Lektion bereits erklärt, dass ja, mit Raumnachteil hat man weniger Platz für die Figuren und da hilft es einem natürlich, wenn man einige davon abtauschen kann, damit die anderen Figuren mehr Felder zur Verfügung haben. Wenn der Gegner die Zentrumskontrolle besitzt, dann kann man entweder einen Flügelangriff starten oder eben den Kampf ums Zentrum aufnehmen. Teilweise kann man auch beides miteinander kombinieren. Und beim Kampf ums Zentrum hat man natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum einen versuchen, das Zentrum zu blockieren, wie es auch in dieser Partie der Fall war, dass die Dame auf D5 sehr zentral stationiert war und von dort aus selber auch Kontrolle über das Zentrum ausgeübt hat. Man kann Bauernhebel ansetzen von der Seite, teilweise auch die Basis angreifen. Und im Idealfall erzeugt man damit auch Schwächen, die man dann am besten auch noch gewinnen kann. So viel zu dieser Lektion. Im nächsten Video werde ich euch dann noch mal ein paar Trainingstipps zu dem Thema mit an die Hand geben und verschiedene Zentrumsformen besprechen.